Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prey. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier durchs Psychotron-Dings-Gedöns hier durchkommen, durch das Labor. Hallo Phantom. Kann ich hier... Warte mal, hier ist... Scheiße, hat nicht so geklappt, wie es sollte. Anzug wurde beschädigt. Ich hab nicht mehr so sonderlich viel Leben. Was? Hä? Hä? Warum bin ich jetzt schon wieder tot? Ich hab das doch gekillt. Was? Fängt ja super an, die Folge. Ich hab nicht mal eine Minute gespielt und direkt schon gestorben. Hä? Was war denn das? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab das Phantom getötet und dann so, nö. Heute nicht. Wo ist denn das jetzt? Was ist denn das? Hä? Hallo? Hallo? Okay. Da unten. Anzug wurde beschädigt. Okay. Na komm her, Phantom. So, ist jetzt tot? Was ist das? Ist das überhaupt noch ein Phantom? Ich weiß das gar nicht. Okay. Wir brauchen unbedingt was zum Heilen, ey. Wir haben kaum noch Leben. Ersatzteile. Psy-Hypo. Im Sinne von Energiezellen, dass die Q-Strahl-Prototyp-Waffe mit Energie versorgt. Okay, also wir kriegen noch mehr Waffen. Und wir können auch das Inventar noch vergrößern. Okay. Ich mach hier mal Anzug reparieren. Das können wir ja wenigstens schon mal machen. Oh. Das finde ich gut. Wenigstens eine Sache zu essen. Was ist denn PSI? Stellt 60 PSI wieder her. Keine Ahnung, was das ist. Okay, ich lade hier nochmal alles nach. Hier kommt bestimmt noch ein zweites Phantom oder was auch immer das jetzt ist. Ich weiß es nicht so genau. Das hier, okay. Ein paar Sachen. Okay, ansonsten ist hier nicht so sonderlich viel. Ich glaube, ich kann hier mal ein bisschen wieder sprinten. Was ist das? Okay. Alles klar. Wer ist er hier? Joel Weeks. Alles klar. Gut, dann versuche ich mal hier ein bisschen weiter durchzudringen. Ist hier ein Medikit? Ja, hier ist ein Medikit. Sehr gut. Kann man das direkt mal benutzen? Wäre nämlich vielleicht gar nicht mal so schlecht, mal wieder ein bisschen Leben zu haben. So, kommen wir denn hier durch? Ja, sehr gut. Und einmal durch. So, da sind wir. Umweg betritt Guts. Okay, da hatten wir fast gerade noch einen Schlag abgekriegt. Ich glaube, das reicht so schon, ne? Können wir das reparieren? Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher morgen. Was suchst du? Jemand hilft dir. Dich. Ist es Michaela? Elsa? Ja. Alle. Es helfen mir alle. Außer du, weil du ein Penner bist. Und du bist mein Bruder, ich kann ja? Die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Können wir hier runter, ohne dass wir sterben? Also, ne? Wo ist das? Ja, alles mitnehmen. Wo ist das? Wo ist das Mimik hin? Okay, keine Ahnung, wo es hin ist. Es ist auf jeden Fall nicht mehr da. Gut, dann... Da ist ein Mimik. Wenn das überhaupt ein Mimik ist. Ich bin mir da immer nicht so sicher. Nehmen wir hier erstmal die Pistole. Ein bisschen Angst, jetzt durchzurennen, ne? Wenn hier jetzt so irgendwie drei Phantome kommen oder so, sind wir auch direkt dran. Was ist das? No entry.
Scheiß auf No Entry. Ich komme hier überall durch. So, kommen wir hier noch rein? Ja, wahrscheinlich, oder? Gut, nee, Fehlercode eingeben. Keine Ahnung. Geht nicht. Alles klar. Okay. Kommen wir hier noch weiter? Dazu brauche ich Hebekraft 3. Das habe ich nicht. Warte mal, ich habe doch Neuromods noch bekommen von January, ne? Warte mal, Ziele, Neuromods, genau. Ein. Na gut, das ist nicht so sonderlich viel. Techniker, Sicherheit. Wo waren hier die Hebelkraft? War die hier? Hebelkraft, ja. Alles klar für... Okay, wir brauchen 4 für die Hebelkraft 2. Das ist nicht so cool. Ich mache nochmal eine Taschenlampe, so. Ich lasse die Taschenlampe jetzt erstmal ein bisschen an. Okay, okay. Komm, Junge. Okay, die Pistole ist echt super. Okay, die Pistole ist echt super. Ich glaube, davon sollten wir uns mehr Muni craften. Cool, die ist echt nice. Die gefällt mir. Können wir hier noch mitnehmen? Nicht mehr so sonderlich viel. Gut, das können wir nur wegwerfen. Die beiden Viecher können wir noch mal kurz looten. Die beiden. Hallo? Also, alles klar. Ist das jetzt... Das ist jetzt ein Mimik gewesen, okay. Chris... Boyer... Ich hab keine Ahnung. Hier geht's weiter. Ich guck nochmal hier gerade. Achso. Na gut, hier ist nicht so viel. Nur die Männerdusche. Ja, sieht auch sehr nach Männerdusche aus. Alles kaputt und abrandaliert und naja. Gut, wir gehen weiter. Hallo? Hier ist die Damendusche. Oh. Oh, okay. Die Damendusche ist auch nicht viel besser. Okay, Reagenzglasprobe. Ich spür nochmal hinterher. Mimic Tumor, okay. Ein Mimic-Tumor. Ist das Abfall oder was? Ein Klumpen, der als Nebenprodukt einer Mimic-Transformation entstanden ist. Okay. Machen wir hier wieder die Taschenlampe an. Alles klar, gut. Hier können wir nicht sonderlich weiter, aber hier können wir noch ordentlich speichern mal gerade. Vielleicht ist da unten ja auch gar nichts. Denn sonst würde ich hier vielleicht nicht mehr wieder hochkommen, obwohl... Doch, kommen wir wieder hoch. Alles klar. Egal. Ich gehe hier trotzdem runter. Sieht hier so ein bisschen aus wie ein Lagerraum, ne? Oder so ein Frachtraum oder so. Was ist hier? Medikit. Alles klar. Okay. Was ist denn hier unten noch? Können wir... hallo? So, Schnauze, Junge. Waren das irgendwie 3 oder so? Haben wir die jetzt alle umgenagelt, wollte ich gerade sagen. Umgeballert. Also, ne? Das war ja recht erfolgreich. Cool. Okay, hier ist noch eine Lampe. Sonst ist hier nicht so viel. Gut, wo geht's denn hier weiter? Hier. Hier. Das war ein Mimic. Hä? Was ist das? Psychoskop? Das bringt mir... Was ist das? Hm? Was ist das? Das... Huch. Hä? Mimic-Detektor, Generation 1. Cool. Alles klar, das ist quasi so ein... Okay, cool. Gegenstände. Anzugschipsätze, Psychokopschipsätze. War ein Durchbruch. Neben den Neuromods die wichtigste Tech auf der Talos 1. Scannen Sie damit die Typhon-Organismen, wenn Sie mehr über sie erfahren möchten. Übrigens haben Sie das erfunden. Oh cool, das haben wir erfunden, alles klar. Schalte das Psychokop mit Y an und markiere und scanne damit Gegner in der Nähe. Indem du Typhon scannst, entdeckst du neue Fähigkeiten, die du durch das Installieren von Neuromods erwerben kannst. Cool, ist ja geil. Das ist ja cool, also man kann...
alle Typhons irgendwie, die leben, also ich habe ja gerade das an einem toten Mimic probiert, das geht nicht. Alle Typhons, die leben, kann man also scannen und dadurch schalten wir neue Fähigkeiten frei, die wir durch Neuromods dann aktivieren können. Das finde ich ja richtig geil. Gut, dass wir hier runtergegangen sind. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer umzugucken. Oh, moin. Y. Wie scanne ich das denn? Scan abgeschlossen. Scan abgeschlossen. Ist das Phantom jetzt? Da oben. Oh, das war knapp. Ich warte mal ganz kurz. Medikit. Okay, 45 Gesundheit. Sehr gut. Moin. Der schießt ja erstmal nur. Scan abgeschlossen. Sehr gut. Weitere Proben benötigt. So, Forschung. Weitere Proben benötigt. Um Scan-Organismus anzusehen. Gucken wir das gerade mal an. Phantom. Mimic. Cool, die Bilder rechts sind nice. Hier, die sehen so richtig geil aus. Okay, das können wir uns gleich mal angucken, alles. Schwächen-Glue. Schwächen-Glue. Immunität EMP. Okay, die sind alle immun gegen EMP. Granaten. Oh, nee, ich wollte eigentlich auf die 4. So, tschüss Phantom. Klappt ganz gut mit der Pistole, die finde ich echt sehr angenehm zum Kämpfen. Wo ist denn das? Hä? Wo ist denn das Phantom hin? Hier hinten aber hingeflogen. Okay, cool. Ich lade nochmal alles nach. Das hier auch nochmal nachladen. Die Glue-Kanone. Okay, cool. Wir können jetzt also alle möglichen Viecher scannen. Das finde ich sehr cool. Dann gehe ich jetzt hier mal weiter. Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Habe ich. Okay, man hätte es finden müssen. Alles klar. Gut. Ah, okay, wir haben auch nicht unendlich Taschenlampe, sehe ich gerade. Links unten die Anzeige da. Die Taschenlampe, die da gerade voll, wieder voll wird. Hm? Hm? Ja, die Musik. Okay, wir können auch die Operatoren scannen. Forschung abgeschlossen. Was? Okay. Forschung. Wissenschaftsapparate. Okay, die können wir also auch angucken. Das ist cool. Schwächen Elektrik, EMP-Explosion, Nahkampf. Immunitäten. Psychisch. Nullwellen. Okay. Morgens Notizen. Fliegt. Okay. Ja, das kommt. Ja, okay. Ist ja gut. Nicht so laut. So, ich nehme hier alles mit. Was passiert eigentlich, wenn wir hier reingehen? Weil da steht Do Not Enter und da geht es ja nach oben. Was passiert, wenn wir hier reingehen? Gar nichts. Wow. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwie, dass wir zerquetscht werden oder so. Leider nicht. Okay, wir können da gleich mal hochgehen. Ich gucke nochmal gerade. Wissenschaftsoperator. Forschung. Auszug der Transfer-Operator. Broschüre. In der Welt des wissenschaftlichen Fortschritts ist nichts wichtiger als Sorgfalt und Sicherheit. Aus diesem Grund sind alle Transfer-Labore mit einem Sibyl-Wissenschaftsoperator der Serie 495 ausgestattet. Der Wissenschaftsoperator des... Was? Hä? Achso. Hä? Der Satz ist komisch. Der Wissenschaftsoperator, das neueste Modell aus der Reihe von Transstar-Operatoreneinheiten, ist durch einen umfassenden Zugang zu Transstars Wissenschaftsdatenbanken in Verbindung mit zwei überaus flexiblen Hilfsarmen der unübertroffenen Laborassistent. Morgens Notizen, fliegt in der Psychotronik herum, hilft dabei, das Psy-Potenzial wiederherzustellen. Okay, ja, gut, hier sind Schwächen und Immunitäten. Gut, Phantom. Auszug aus der Psychotronik-Datenbank. Gebräuchliche Bezeichnung Phantom. Wissenschaftliche Bezeichnung Typhon Anthrophantasmus. Anthrophantasmus? Ja. Typhon Anthrophantasmus, alles klar. Phantoms sind, oder Phantoms... wahrscheinlich Phantoms, sind keine hundertprozentigen Aliens. Sie werden von den Webern aus menschlichen Überresten erschaffen.
und sind dafür bekannt, dass sie zeitweise menschenähnliche neuronale Muster entwickeln. Wie im Beobachtungsprotokoll Nummer 162-1041477 angemerkt, versuchen Phantoms zwar menschliche Sprache nachzuahmen, sie scheinen sie jedoch nicht wirklich Sie scheinen sie jedoch nicht wirklich sprechen oder verstehen zu können. Aufgrund ihrer explosionsartigen schnellen Bewegungen müssen Phantoms vor dem Betreten der Eindämmungszellen fixiert oder ganz entfernt werden. Scanner an Schwächen, Immunitäten, scannbare Kräfte. Genetische Explosion 1 und 2. Okay, cool. Da können wir keine Kräfte rausholen. Okay. Am Auge kratzen und nochmal das Mimic. Auszug aus der Psychotronik-Datenbank. Gebräuchliche Bezeichnung Mimic. Wissenschaftliche Bezeichnung Typhon Kakoplasmus. Kakoplasmus, klar. Typhon Kakoplasmus, das Gute. Die Mimics sind eine der ersten Typhon, die 1960 während des Vorfalls auf der Verona 1 entdeckt wurden. Sie sind in der Lage, die Form von Objekten in ihrer Nähe anzunehmen. Bei der Untersuchung des Vorfalls Nummer 06 bla, wurde festgestellt, dass die Mimics andere lebende Organismen als Reproduktionsmedium benutzen und ihre Beute während dieses Vorgangs töten. Das POVEC-Protokoll untersagt ein Freisetzen von Mimic-Exemplaren in Umgebung mit einer Eindämmungsstufe innerhalb von S4. Okay. Scannbare Kräfte, Mimicry 1, 2 und 3. Also können wir eventuell uns auch noch später weiter, also so wie Mimics verwandeln zu Objekten. Oder so. Okay, Morgan. Uns ich kann dich nicht zwingen, mir zuzuhören. Aber du wirst da unten draufgehen, wenn du es nicht tust. Du musst dein Psychoskop kalibrieren. Versuche, die Typhon in deiner Nähe zu scannen. Sobald du genügend Scandaten hast, öffnen sich die Labore. Und noch wichtiger, du kannst dann Typhon-basierte Neuromods installieren. Dann kann dich nichts mehr aufhalten. Genau darum geht's bei dieser ganzen Sache, Morgan. Du hast 3 Jahre deines Lebens damit zugebracht, es möglich zu machen, ihre Fähigkeiten auf uns zu übertragen. Du hast es nur vergessen. Nice Transcribe. Mio, hier ist Dr. Calvino. Was geht's? Ich bin krank. Völlig neben mir. Ich glaube nicht, dass ich zu meiner Schicht kommen kann. Okay. Soll ich das Array noch fertig machen? Hallo, ich habe haufenweise Glas hergestellt. Array? Ich weiß nicht. Ich sollte ein Array vorbereiten. Das war ein Missverständnis, ehrlich gesagt. Lassen Sie meine Experimente bitte in Ruhe, solange ich weg bin. Sie haben mir eine Nachricht hinterlassen. Ich hätte mir nicht so viel Arbeit gemacht, wenn Sie nicht... Natürlich. Ich erinnere mich. Machen Sie einfach erstmal... egal, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Reden wir morgen darüber. Hallo, Dr. Hughes. Okay. Also irgendwie scheint der Kollege hier, der Doktor da, den wir gerade gehört haben, irgendwie ein bisschen... seinen Verstand verloren zu haben. Oh, wollte ich gar nicht. So. Seinen Verstand irgendwie ein bisschen verloren zu haben. Ich bin mir da nicht so sicher. Weil der scheint irgendwie das, was er... Okay, ich habe nur 3 von 4 Einsatzzeilen. Das ist nicht so gut. Aua. Diese scheiß Blitzkacke, Alter. Mann. So, jetzt bleib mal da dran. So. Das wollte ich nur haben. Scheiß aufs Reparieren. Aber da ist ein Computer. Den will ich eigentlich noch lesen, aber ich brauche Ersatzteile. Anti-Rats. Okay. Craften Psycho-Hypo. Psy-Hypo. Okay, gut. Also hier liegen aber keine weiteren Ersatzteile. Hier ist aber eine Schleuse. Da gehe ich natürlich mal rein und guck mal. Okay, das ist nur Kram. Was ist das? Ausschalten. Power Control Terminal. Zentrale Energieversorgung. Warte mal. Haben wir dann jetzt nicht auch theoretisch das Ding ausgemacht? Ja. Ach scheiße, dann können wir auch das Ding nicht lesen. Kacke. Ja gut, egal. Clustrop-Tresor. Okay. Sonst ist hier nicht so sonderlich viel. Oh, echt die komische Armbrust.
Macht eh keinen Schaden. Ah, stimmt, die könnten wir mal... Die könnten wir eigentlich mal benutzen, ne? Zum Verwirren von Mimics oder zum Ablenken von Mimics. Das müssten wir eigentlich mal ausprobieren. Okay, also wir haben ja erfahren, dass dieser komische Doktor da irgendwie so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen psychisch verändert ist, sage ich mal. Weil der hat irgendwie nicht mehr so auf dem Kasten, was er seiner Mitarbeiterin da gesagt hat. Was ist denn das, was sind das für Monstergeräusche hier? Immer wenn ich hier raufgehe... Und wenn ich hier runtergehe... Totenstille. Keine Ahnung. Okay. Was ist das? Scan. Okay. Scan abgeschlossen. Okay, kinetische Explosion 1 verfügbar. Nice. Alien-Forschung. N. Alter, geil. Guck mal, hier war nur Wissenschaftler, Techniker, Sicherheit. Und jetzt können wir hier noch Energie verwandeln und Telepathie. Das sind alles die Sachen, die man freischalten kann. Für... Alter, das ist heftig. Für die, von den Mimics und so. Von den Typhons, genau, so heißen die insgesamt. Also, alle heißen so zusammen, ne? Okay, kinetische Explosion 1, kinetische Explosion 2. Verwandeln. Mimicry 1. Du kannst, du transst dich, indem du die Gestalt eines Objektes in der Nähe annimmst. Verbraucht 2 Psi pro Minute. Pro Minute, pro Sekunde. Okay. Alles klar. 2, 1. Okay. Du tanzt die. Gestalt oder so. Du nimmst die Gestalt etwas komplexerer Maschinen. Wie etwas. Etwa eines Geschützes. Okay, wir können es auch als Geschütz tarnen. Das ist cool. Du nimmst die Gestalt komplexer Maschinen. Wie zum Beispiel ein Apparatus an. Verbraucht. Okay, cool. Hier gibt es noch ganz viele unbekannte Fähigkeiten. Telepathie haben wir noch gar nichts. Und Energie halt bis jetzt nur kinetische Explosion. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, ja. Weiß ich doch. Eindämmungsschild öffnen. Oh Gott. Gut. Ich schicke dir den Code für einen Tresor in Direktor Kalstrops Büro. Er hat dort sicher Neuromods versteckt. Nutze sie, um eine der Typhon-Fähigkeiten zu installieren. Mach das und du überlebst vielleicht lange genug, dass ich dich wiedersehe. Ja, Alex, ist ja okay. Ich mache hier mal alle Eindämmungsschilder auf, ne? Und scanne ich hier mal alle. Die sind ja so irgendwie so eingeschlossen, die Viecher, ne? Also sieht zumindest auch so aus. Bin mir da nicht so sicher. Das scheint leer zu sein, okay. Ist hier noch was? Okay, hier können wir noch einmal scannen. Das finde ich gut. Scan abgeschlossen. Okay. Alien-Fähigkeiten. Was haben wir denn jetzt noch freigeschaltet? Was habe ich denn jetzt noch freigeschaltet? Achso, kinetische Explosion 2, alles klar. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, ja. Weiß ich doch. Okay, gut. Kestrops Tresor, Guts. Ich gehe mal erstmal zum Kestrops Tresor. Hä? Da waren wir doch eben schon drin. Achso, da brauchen wir einen Code für, ne? Achso, da steht er ja. Ich bin ja dumm. 6371. Oh, scheiße. Vertippt. Vertippt. Nochmal. Scheiße. 639371. So. Was ist da drin? Neuromod-Fabrikatorplan. Fabrikat? Mann, wir können Neuromods herstellen? Alter, das Morgen. Ist ja fett. Eine Warnung. Wenn Sie genügend Typhon-Organismen scannen, können Sie starke Neuromods installieren. Aber genau die sind der Grund für dieses Chaos. Was ist denn da oben? Erst einmal werden die Verteidigungsgeschütze der Station sie als Alien-Bedrohung ansehen. Und vielleicht gibt es sogar noch schlimmere Auswirkungen. Ich möchte nicht, dass sie sich verlieren. Okay, also wir können auch dadurch tatsächlich Nachteile durch die Neuromods erhalten. Neuromod. Wir haben... Das nicht. Okay, aber wir können jetzt Neuromods herstellen. Das finde ich cool. Aber... Anzug wurde beschädigt. Schnauze, Junge. Mistvieh. So, gibt es hier noch einen Recycler. Da wollte ich eigentlich hin. Eventuell können wir uns dann nämlich neue Muni und neue Neuromods herstellen. Einmal recyceln, bitte. Okay. Alles klar.
Nase juckt schon wieder. Nee. Hier ist sonst nix. Okay, keine Ahnung. Neuromod können wir immer noch nicht herstellen. Da haben wir nur eins von. Atrax-Antriebssystem, ja gut. Wir brauchen mehr von dem Zeug. Warte mal. Können wir nicht hier noch das Zeug hier pflücken? Das ging doch. Hier nichts mehr. Direktorbüro. Ja, da sind wir doch gerade schon drin. Das weiß ich doch. Gut, ansonsten nicht. Ich scanne nochmal kurz. Ich mache hier nochmal kurz die zwei Dinger. Die Blumen. Einmal durch. Prügeln durch den Recycler. Das war nur eins. Okay. Alles klar. Gut. Atrium. Ich glaube. Warte mal. Fluchtkapsel Schlüssel. Wo gehen wir denn jetzt als erstes hin? Ich glaube, wir gehen erstmal zur Fluchtkapsel Schlüssel. Ich will jetzt letztes zu Guts gehen. Also durch diesen Tunnel, durch diesen Guts-Tunnel. Hallo, Dr. Hughes. Ja, moin. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Okay. Ja, ich weiß noch nicht so genau, ob ich jetzt so viele Neuromods überhaupt benutzen möchte. Apropos Neuromods, wir haben ja noch welche bekommen. Fünf Stück, voll geil. Was machen wir denn da mal jetzt hier? Mimicry 1. Warte mal, habe ich das schon freigeschaltet? Ja, warum kann ich das denn noch nicht? Fordert Neuromod 2. Fehler, weitere Forschung. Achso, weitere Forschung benötigt. Alles klar. Okay, kinetische Explosion kann ich jetzt schon machen. Ich glaube, ich mach das einfach mal. Ich will mal ausprobieren, wie das geht. So, mehr Informationen. Kinetische Explosion. Halte Maustaste 2 gedrückt, um den Zielauswahlmodus zu öffnen. Und benutze Maus, um mit kinetischer Explosion zu zielen. Sobald du Maustaste 2 loslässt, wird die Explosion ausgeführt. Gegner, die von der Explosion erfasst werden, werden zu Boden geworfen und erleiden Schaden. Kinetische Explosion schiebt auch Objekte aus dem Weg. Höhere Stufen von kinetischer Explosion schieben schwere Objekte. Okay. Hä? Hä? Was geht jetzt? Was ist los? Du darfst das nicht zulassen. Achso, war schon, okay. Was war das? Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Das erste Mal hast du gesagt, es wäre, als würde man aus sich heraustreten. Als würde die Zeit niederknien und auf deine Entscheidung warten. Du hast meinen Stuhl bewegt, um ohne ihn berühren. Du wirst mich erschauen. Kann man das abbrechen? Ah, ja, mit F. Diese Möglichkeiten. Aus dir wurde an diesem Tag etwas Neues. Etwas Höheres. Okay. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Scheiße. Jetzt haben wir nur 8 HP. Ich muss erstmal hier ein bisschen verdauen, ey. Einige Kräfte, also Zielauswahl. Einige Kräfte werden sofort ausgelöst, wenn du Maustaste 2 drückst. Einige Kräfte sind zielbasiert. Halte Maustaste 2 gedrückt, um die Zeit anzuhalten und den Zielauswahlmodus zu öffnen. Mit Maus kannst du zielen. Sobald du Maustaste 2 loslässt, wird eine Psy-Kraft auf die Zielposition ausgeführt. Mit F brichst du sie ab. Kräfte können über das Favoritenrad ausgerüstet werden. Alles klar. Okay, wir haben leider jetzt nur noch 8 HP. Das war ein bisschen doof, dass ich mich da selber getroffen habe. Kann man hier noch was essen? Oh, ich hätte vielleicht nicht Anti-Reds essen sollen. 10 Gesundheit. 9 Mods haben wir noch. 2 Stück. Alles klar. Ein bisschen Gesundheit haben wir jetzt wieder. Bräuchte aber gerne noch mal ein bisschen mehr. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Okay, ich gehe jetzt mal hier wieder zurück. Okay, wir haben jetzt gerade so eine komische, ja, ich weiß nicht, Rückblende, Vision, irgendwie sowas in die Richtung erlebt, als wir den Neuromod installiert haben. Beziehungsweise als, das war ja der erste Neuromod, der erste Alien-Neuromod, den wir installiert haben. Ja, und ich bin gespannt, was das noch so bringt, wenn wir jetzt mehr davon installieren. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Lobby. So, da sind wir. Zurück in der Lobby und wir müssen da hoch zum Fluchtkapselschlüssel. Und ich würde sagen, also den sollen wir von Alex klauen und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Prey.